Tübingen macht jetzt auch Dächer blau. Zumindest gilt dies im übertragenen Sinn für die neu zu errichtenden Gebäude auf dem Güterbahnhof Areal. Denn dort werden Eigentümer verpflichtet, Photovoltaikanlagen zu errichten. Als Gegenleistung für den dort erzeugten Ökostrom kann von den Stadtwerken ein Stromtarif gebucht werden, der unter dem Preis von normalem Strom liegt. Das sogenannte Mieterstrommodell ist ein bisher landesweit einzigartiges Pilotprojekt zur Energiewende, das Aufmerksamkeit bis nach Berlin entwickelt. Heute haben sich Abgeordnete der CDU-Landtagsfraktion und ein Bundestagsabgeordneter über das Modell kundig gemacht. Eine vor rund einem Jahr noch sicher eher unwahrscheinliche Konstellation. Abgeordnete der CDU-Landtagsfraktion und ein CDU-Bundestagsabgeordneter im Tübinger Rathaus. Die Schwarzen des Arbeitskreises Umwelt, Klima und Energiewirtschaft lassen sich von Tübingens grünem OB Boris Palmer und Rainer Zinser von den Stadtwerken Tübingen über ein landesweit einzigartiges regeneratives Stromprojekt informieren. Denn die Neckarstadt macht beim Bau ihres neuen Wohnquartiers auf dem Güterbahnhof Areal die Dächer sozusagen jetzt blau. Alle Bauherren der Häuser mit rund 570 Wohnungen, 40 Büros und kleinen Betrieben sind verpflichtet, auf ihren Dächern Photovoltaikanlagen zur Eigenstromversorgung zu errichten. Das Besondere, nicht nur die Eigentümer, sondern auch die Mieter sollen dabei profitieren. Die Stadtwerke haben ein Angebot entwickelt, das günstiger ist als die Grundversorgung. Also der Strom vom eigenen Dach lässt sich günstiger liefern als der normale Strom, in Anführungszeichen, der noch gar kein Ökostrom ist. Und auf die Art und Weise werden wir da in naher Zukunft 2018 ein Vorzeigequartier haben. Vom niedrigen Strompreis profitieren auch potenzielle Mieter, wenn sie sich für den entsprechenden Stromvertrag entscheiden. Für den verpflichtenden regenerativen Ökoschub nehmen die Tübinger Stadtwerke in Kauf, dass ihnen das Netzentgelt verloren geht. Das von Palmer bei den grün-schwarzen Koalitionsverhandlungen angeschobene Pilotprojekt faszinierend, begeisternd, so Paul Nemeth, energiepolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion. Das ist wirklich großartige Technik, die wir ja in der Fläche umsetzen wollen und müssen, wenn die Energiewende im Ganzen gelingen will. Die Energiewende ist auch ein Digitalisierungsprojekt und wir brauchen dafür Handwerker und wir brauchen Energieunternehmen, wie zum Beispiel Stadtwerke, die hier besonders wichtig sind. Und wir wollen mit dem Mieterstrommodell die Energiewende gerade im Bereich Solarenergie in die Städte holen, weil Solarenergie etwas Lokales ist, was Regionales ist. Wir brauchen die Energiegewinnung vor Ort und sie muss auch vor Ort wiederum dann verbraucht werden. Und das ist eigentlich ideal, dann zu machen innerhalb eines Hauses, wo oben auf dem Dach eine Solaranlage ist und der Strom wird dann im Haus vielleicht sogar gespeichert über einen gewissen Zeitraum. Für den Mieterstrom seien Stadtwerke und Baugesellschaften in öffentlicher Hand die idealen Partner, um dies umzusetzen. Und deswegen haben wir im Koalitionsvertrag auch gesagt, wir starten zwischen Grün und Schwarz ein 50.000-Dächer-Programm, das wir vom Land schon in diesem Jahr mit 1,8 Millionen Euro fördern, neben dem, was der Bund tut. Das Tübinger Pilotprojekt soll jetzt als Innovationsleuchtturm Strahlkraft zur Nachahmung in andere Kommunen entfalten. In Berlin zu Baareis plane man das Mieterstrommodell durch eine Förderung von 1 bis 4 Cent kostengünstiger zu machen. Langfristig könnten so 60% des Eigenbedarfs eines Hauses gedeckt werden. Wünschenswert seien 15.000 bis 20.000 neue Anlagen pro Jahr.